Hi! Hallo! Tommy war mal wieder doof gerade. Ich bin nicht doof. Doch, du hast von strippenden 85-Jährigen geredet, wo schon die Gebärmutter raushängt. Mm. Ah. Und dabei läuft That's the way. I like it. Aha. Oh Gott. Ja. Ja, wir sind blöd gerade. Genau, ich musste irgendwie den da töten. Warte mal kurz. Fuck. Ah doch. Und wir wurden keine Kommentare hinterlassen. Ja? Und eine Person hat sich sogar geweigert, angemaßt zu verweigern, einen Kommentar zu hinterlassen. Sie hat einen mehr Mana bekommen. Sie hat einen Kommentar geschrieben. Moment. Willst du jetzt gerade die Regeln gegen mich ausspielen? Nee, aber sie hat einen Kommentar geschrieben, aber sie hat nicht gesagt, dass ihr gefällt, dass du mehr Mana hast. Hm. Ich glaube, die Person weiß schon, wer gemeint ist, ne? Ja, wahrscheinlich. Du kriegst wahrscheinlich einen Hasskommentar von mir. Ach, nein. So, ich weiß, ich habe keinen Plan, wo ich lang muss. Gehen wir einfach mal in diese Tür. Es regnet draußen. Ja, Dobby ist so nass geworden, da hat ja sie schon seine Hose ausgezogen. Und ja. Hab ich das nicht schon aufgesammelt? Draußen geht die Welt unter. Aber ich, Held, muss natürlich zum Burger King laufen. Komm. Ah, okay. Ja. Nehmen wir nochmal. Du musst mir nicht den Schlauch in die Nase stecken. Ich bekomme jetzt einen Blitzzauber gleich. Jawohl. Blitzi, blitzi. Nee, ich will das. Was hast du jetzt nochmal für einen Tabak drin? Blubberli wieder? Das ist dasselbe wieder, ja. Okay. Oh nee, jetzt kommen die anderen Viecher wieder. Oh Gott. Dun. Stock. Kennst du die Stelle noch? Oh. Nein. Need a key. Huh. Ah, doch, jetzt weiß ich's wieder. Die, wo ewig nicht sterben wollen. Won't budge. Stock. Ich bin der Sensenmann, ich bin gekommen, um dich zu holen. Nein, Gnade! Bitte nicht! Okay. Toll, okay! Später wieder. Der Tür war ich letztes Mal nicht. Doch, ist auf den Stuhl. Sag mal. Es ist interessant, wenn es im Real Life auch so wäre, dass du erst auf den Tisch springen musst. Ich springe jeden Morgen auf den Tisch, um meine Schlüssel zu holen. Ja, ich mach's genauso mit dem Handy und allem. Okay, hier ist nichts weiter. Und hier? Ah ja. F5? F5 war nämlich Screenshot. F7 ist laden, ne? Nicht vergessen. Ja, nicht F9. Ich hab's mir gemerkt. Oh nee. Ah gut. Oh, you scared me. I didn't think I'd run into anyone at this hour. Likewise. So tell me, what do you know of Ambrose? Ambrose is the family secret they like to keep quiet. Hmm? What do you mean? Well, no one has ever directly told me, but everyone on staff knows that Ambrose killed his father. It's one of those family secrets they don't like to talk about. He killed Joseph? Yes. 7 years ago, in the game room. Even the authorities in town knew about the killing, but were slow to act upon it, since Ambrose was such a hellion. Throughout the county, Ambrose was known for his viciousness. Only a fool chose to stand in his way. Tja, der raucht aber schon gut. Also der Ambrose hat seinen Vater damals umgebracht. Auch wenn die Polizei davon wusste, was er gemacht hat, haben die sich nicht getraut, was zu unternehmen. Allgemein haben wenige Leute es gewagt, überhaupt was sich gegen den Ambrose zu stellen. Ich muss bei Ambrose mal am Ambrosia denken. Prost! Prost? Need a key. Ach, da auch? Widow Watch Key. Da muss ich. Na, was war das andere für ein Key? Workroom? What the fuck? Das war meine Sense. Ich hab den Modus umgeschaltet. Take it they never caught him. He emerged after months of hiding to claim his inheritance. He barged into the manor and proceeded to take whatever he wanted. By the time the constables could arrive, Ambrose had fled the scene. They gave chase, but he escaped their pursuit by leaping off a cliff. A cliff? Never hesitated for a moment. Everyone thought him to be dead. Except... Except what? We'd hear stories of Ambrose sightings for years. In the States, the Orient, even in Prussia.
We really didn't believe he was still alive. Until he came back and brought those heathens with him. The prodigal son returns. In so many words. Das Bild, was da hinten war, ja sehr einladend. Ja. I do hope I've helped you. You have indeed. Thanks. Also, der Ambrose, der hat, als er hierher zurückgekommen ist, um praktisch alles zu beanspruchen, wurde er fast von der Polizei geschnappt, ist dann aber von einer Klippe runtergesprungen. Und alle haben dann gedacht, Ambrose ist tot, aber der wurde dann auch in Persien, glaube ich, war das, ne? Gesehen und... In Preußen. Preußen. Und hat dann diese Heiden zurückgebracht, mit denen er jetzt verkehrt. Verkehrt? Also die Leute, die mich damals oder vorhin gejagt haben. Einladen. Gott, warum sieht denn überall lang? Jetzt hast du hier lang. Ah, ich hab ja... Ja, das steht, glaube ich, letzten Endes genau das, was ich stimmt, schon ja erzählt habe. Ja. Genau. Ah. Oh, das ist vom Ambrose. Genau, und er hat da schon gesagt, dass er praktisch in diese Piratenhöhle sich verzieht. Sein Unterschlupf. Schön, dass da einfach seine Bücher rumliegen. Ja. Nur sein Kumpel aus der Kindheit, Connor, wusste, wo er war. Tja, aber die haben ihre Meinung nicht geteilt. Aber schon hat er den gekillt. Ja, das sind wieder die Transis. Unite with the Transis. Ja, genau. Mit den Transen. Also er hat sich mit den Transen verbündet. Und Pirates Cove ist eigentlich bloß der Name, der Geschäftsname. Der Geschäftsname ist ein Swingerclub für Männer, ja. Genau, ja. Richtig. Hark. Und da müssen wir jetzt rein und den ganzen Treiben. rein. How dare you to come into my house and not give my dick a suck? Was? Sorry, nein. Entschuldigung. Mal schauen, wie lange das, ob das drinnen bleibt. Ach, das ist ein Böse? Oh, pass auf, Shotgun und Nahkampf ist so eine Sache, ne? Ja. Okay, stimmt. Okay, das heißt, ich sollte doch lieber wieder auf Pistel. So, was steht hier? Sehr viel. Ich glaube, ihr solltet einfach auf Pause schalten, wenn ihr das lesen wollt. Jo. Ist auch irgendwo auf Tagebuch, oh wahrscheinlich Gott, vom Ambrose. Ja, es geht um diesen Streit. Es geht generell, so wie ich das Stichpunkt eigentlich sehen kann, um diesen Streit, der letztlich dazu geführt hat, dass er seinen Vater gekillt hat. Genau, ja, und jetzt sucht die Polizei nach ihm. So. Ah, das ist. In Räumen nehme ich lieber das hier. Wir sind ja an dem vorbei, ohne ihn zu killen. Ohne von ihm aufgehalten zu werden. Stopp! Stop! In the name of love. Ja, nein, jetzt geht das wieder los. Wir sollten einen Karaoke-Channel machen. Oh mein Gott, nein. Minus 4 Abonnenten haben wir dann. Singstar. Ah, nee. Das hat mir in Rockband schon gereicht. Habe ich mir auch immer geweigert zu singen. Stock. Da ging's doch zu Kaisingers Raum, ne? Ach, die blöden Viecher wieder. Bitte spawnt nicht wieder. Won't budge. Muss ich hier überhaupt lang? Ich weiß es nicht. Won't budge. Jetpack, Shotgun Shells. Stock. Überhaupt alles. Volle Munition überall. Spin-Jam. Jammed. Genau. Hübsches Bild, gefällt mir. Yum 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 yum, jetzt geht's wahrscheinlich runter, ha? Huh? Ah! Was waren das nochmal für Viecher? Das waren diese lustigen Köpfe, ja.
Oh, musst Gott, du jetzt den Jeremiah finden oder sowas? Nee, ich muss jetzt zu Ambrose. Eigentlich. Aber du durchsuchst noch ein bisschen die Villa. Ja, ich muss hier auf jeden Fall lange, damit ich überhaupt zu Ambrose komme, glaube ich. Da geht's wieder runter auf die andere Seite. Hä? Eigentlich brauche ich ja den Schlüssel, damit ich nach oben komme. Damit ich die Blitze krieg. Blitzzauber meine ich. Eigentlich. Ja. Aha. Ich bin verwirrt. Wo zum Teufel bist du? Warte mal. Da ging's, glaube ich, da hinten, die Tür wird zu sein, weil das ist die andere Seite von der Tür, in die ich vorhin nicht reingekommen bin. Also ich... Oh doch. He's reloading. Was? He's reloading, das hat sogar gestimmt. Oho. Ach nee, doch nicht. Okay. Ja, scheinbar bist du richtig. Ja. Eigentlich mal normale Menschen. Du kannst auch mal einen normalen Safe machen. Ach ja. Das wäre auch mal wieder angebracht. So. Grüß Nett. Du auch nicht. Wett mal. Stuck. Nee. Da, jetzt muss wieder hinter zur Kapelle, ne? Ich glaub schon, ja. Scheiße. Verdammt! Weiter geht's! Aber ich hab da schon den Amplifier Stone geholt. Wahrscheinlich sind jetzt bloß Gegner. Mhm. Ja. Töte sie! Der kommt nicht, Daniel. What was that? Na, drei Stück. He's reloading! Der Shotgun ist halt böse, ne? Der da zum Beispiel, ja. Ja, die fotzen schon rein. Aber die haben auch Shotgun-Shells dabei gehabt. Was war das? Nichts. Ich habe nichts gesehen. So, und ich glaube, ich muss jetzt mal dann auf. Was habe ich gerade eben aufgesammelt? Tristram! Das kenne ich doch irgendwo her. Tristram Diablo! Stimmt, ja. Brother Tristram. Father Patrick Kilcan. Kilkenny! Kilkenny! Irisches Bier. Genau, dieser Fisherman, zu dem muss ich, glaube ich, auch. Oder es war irgendwie so ein Typ, der im Leuchtturm wohnt. Ah! Was dat? Hast du nicht gesehen? Doch. Priest Key. Ich weiß, dass wir einen... Ätherfall. Cool. Was auch immer die machen. Ich weiß gar nicht genau, was... Steht das da? Habe ich die hier irgendwo schon? Klick. Objectives, warte mal, da steht doch sogar. Ups. So. Find Groundskeeper at Front Gate, aha. Also gut, dann gehen wir zum Front Gate. Den muss ich noch zum Hafen oder so bringen. Priest Key. Den Priest Key hast du gerade eben benutzt, als du den Schrank aufgemacht hast. Achso, okay, ja. Gut.